Leo, ich habe hier was mitgebracht. Jawohl. Und zwar hat mir der Tino, einer der Gewinner von dem Grilleis, mir hier Saarländer Original Liona geschickt. Mhm. Und einmal eine Käse-Liona und einmal ein Feuerring. Ja, und aus der Käse-Liona möchte ich heute eine Monster-Currywurst machen. Dazu kann ich jetzt endlich einmal das Bratwurst Ultra von Roy Spice ausprobieren. Das habe ich schon ewig hier liegen und ich bin bis jetzt einfach nicht dazu gekommen, das einmal auszuprobieren. Also verarbeiten wir heute, oder wie nennen wir das Video, die Monster Currywurst aus einer Käse-Liona. So heißt das Video. Und Leute, was soll ich sagen? Wir gehen darüber und fangen gleich einmal mit der Soße an. Die wird auf die Schnelle hier herin geköchelt und danach schälen wir die Liona und gehen hinaus am Grill, weil da wird die schön aufgegrillt. Tja, und dann mit der Soße zusammen verspeist. Mhm. Ich hoffe, wir haben noch Pommes. Mitkommen. Dann sollten wir hier eigentlich schon alles haben, was wir für die Soße gebrauchen. Und zwar ein Glas Schattenmorellen, also Sauerkirschen, 680 Gramm, jawohl, aufkochen und fein pürieren, machen wir gleich hier drin. Dann 120 Gramm Gewürzmischung einrühren, 400 Gramm Ketchup zugeben und nochmals aufkochen, fertig. Okay Leute, was machen wir? Erstmal hier gleich die 120 Gramm Gewürzmischung abwiegen, exakt 120 Gramm. Tja Freunde, dann würde ich mal sagen, kochen wir das auf und dann tun wir es gleich klein pürieren. Aufkochen und fein pürieren. Jo, gut. Machen wir! So, war's das schon wieder. Schauen wir mal. Ja. Lassen wir das jetzt einfach noch ein klein bisschen einköcheln. Dann unsere Gewürzmischung mit einrühren. Ich glaube, mit dem geht es besser. So, das Ganze tun wir jetzt noch ein bisschen aufköcheln lassen und ein klein bisschen einreduzieren. Und ja, danach probieren wir das erst einmal. Jo, ich glaube, so allzu viel mehr einreduzieren werde ich das gar nicht lassen. Hm. Riechen tut es ja mal nicht schlecht. Was ist denn da alles drin eigentlich? Oh, keine Ahnung. Koriander, Kardamom, Anis, ja. Oh Mann, das Anis bricht euch das Genick für mein Fazit. Ich mag das Zeug eigentlich gar nicht, Anis. Aber ich probiere es jetzt trotzdem einmal. So. Den Herd schalten wir jetzt aus. Damit brauchen wir die Soße nachher bloß noch mal warm machen. Und soweit ist sie fertig. Und wir probieren jetzt die Soße. Ja, ohne Brille kann ich das schon gar nicht mehr lesen, was da drauf gedruckt steht auf der Packung. Anis, warum haut sie da Anis rein?
ohne das Anis hätte ich gesagt, sehr lecker. Aber das ist halt ein Gewürz, was ich halt persönlich nicht so gern möchte. Aber sie ist lecker. Ja, ein bisschen Bums hat sie schon. Ja. Lecker ist sie. Wer das natürlich noch weniger mag mit Anis, der muss darauf verzichten. Wer Anis mag, kann da sehr gerne zugreifen. Also das hat schon mal meine Empfehlung. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir nochmal darüber, tun unsere Monster Currywurst, also unsere Käse-Lioner, schälen und danach können wir dann auch schon rausgehen. Das hier, würde ich mal sagen, Gewürzzubereitung Curry, würde ich mal sagen, wird hinterher über die Wurst drüber gestreut. Das machen wir dann auch. Und jetzt packen wir erstmal die Käse-Lioner aus. Und hier haben wir einen wunderschönen Ring, den wir jetzt killen müssen. So. So, wie schneidet man sie jetzt ein? Einmal oben entlang. Also ich glaube, mit der Wursthaut grillen wäre nicht so lecker. Gut. Dann braucht man noch ein Tellerchen. Tja, Freunde. Dann heißt rausgehen, Grill anfeuern und unsere Lioner grillen. Und hier so langsam die Fritte herrichten und alles. Der Grill ist angefeuert, hat einen guten Bums und ich würde mal sagen, wir schmeißen unsere Käse-Lioner drauf. Einfach bloß hier vorne im indirekten Bereich. Nachher vielleicht noch im direkten Bereich, aber jetzt gucken wir erst einmal, wie die sich entwickelt, wie sie nachher ausschaut. Deckel zu und erst einmal grillen. So Leute, nach ein paar Minütchen schauen wir einfach einmal rein. Oh, da tut sich schon was. Na? Ja, da hat sich schon ein bisschen was getan. Also sie platzt auf. Ja, mal eingeschnitten? Ja, ich wollte es einfach mal so probieren. Weil das ja eine Käse-Lione ist. Oh ja, mein Gott, dann ist es so, dann platzt es halt auf. Grillen wir einfach weiter. So, dann gucken wir mal wieder. Ui. Na, das sieht ja heiß aus. Und sie bricht. Nein! Nicht brechen. Nochmal von der Seite. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Aber sieht geil aus, die Lioner. Und riechen tut sie auch lecker. So Leute, dann wäre es soweit. Ich kann uns gleich mal zumachen. Fertig. Also auf die Zeit habe ich jetzt absolut nicht geguckt. Sie ist auch schön aufgegangen. Tja, und da machen wir jetzt unsere Currywurst draus. Unsere Käse-Currywurst. Also Käse-Currywurst-Lioner. Naja, irgendwie sowas halt. Aber hey, ja, sieht schon recht amtlich aus. So Freunde, da liegt sie und ich mache mir jetzt wirklich nur ein Probiertellerchen. So, ja. Ich muss das Ganze jetzt erst einmal austesten, bevor ich das meinem Schatz anbiete hier. So, jetzt mal was von dem Curry drüber. Das probieren wir doch mal.
Also das ist lecker. Das ist sehr lecker. Die hier gleich nehmen. So, jetzt brauche ich bloß noch eine Schöpfkelle. Und die habe ich mittlerweile. Und dann probiere ich nämlich das Ganze hier jetzt in Konstellation. So. Das wird jetzt erst einmal probiert. So, Freunde, da sitze ich nun mit meinem Probiertellerchen. Und ich kann es euch gleich verraten, ich habe meinem Schatz am Telefon schon gesagt, dass da Anis drin ist und sie hat mich gleich vergöttert. Sie hat gleich gerufen, oh Gott. So. Dann probieren wir mal das ganze Curry, Wurst und Soße. Ist jetzt nicht schlecht. Aber wie hast du gerade so schön gesagt? Es schmeckt sehr... sehr weihnachtlich mit dem Anis. Also schlecht ist es ja wirklich nicht. Aber die Frage ist, wenn man das jetzt vielleicht länger kocht, ob sich das dann noch verkocht. Ich habe es eine ganze Weile geköcheln lassen, weil ja die ganze Soße von den Kirschen mit rein habe. Deswegen habe ich es ein bisschen köcheln lassen. Also verkocht wäre es eigentlich schon. Oh, ich glaube, ich muss raus. Der Nachbar kommt für Werkstatthilfe. Ja, Fazit spreche ich nachher. Hui! Ja, Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Ups. Naja. Bratwurst Ultra Curry. Das tue ich persönlich bedingungslos zu 110% empfehlen. Ist sehr lecker für Currywurst. Geil. Richtig, richtig geil. Kann ich nicht anders sagen. Aber die Bratwurst Ultrasoße, wie es mein Schatz auch schon gesagt hat, schmeckt sehr weihnachtlich. Ich lese mal kurz die Zutaten da drin vor. Wo waren das? Hier. Zucker, Gewürze, Zwiebel, Tomate, Paprika, Koriander, Kurkuma, Kardamom, Anis, Salz. Ja, es sind halt ein paar weihnachtliche Gewürze drin. Und das ist leider nicht meine Richtung. Wären diese weihnachtlichen Gewürze nicht drin, würde mir die auch hervorragend super schmecken. Wer es möchte, gerne. Meins ist es nicht. Allein wenn der Anis schon weg wäre, dann okay, aber so. Tut mir leid. Das erste Mal, dass ich von einem Royal Spice-Produkt nicht so begeistert bin. Alles andere, was ich bisher gehabt habe, absolute Spitzenklasse. Aber diese Soße ist nicht meins. Hauptsächlich wächst dem Anis. Naja, kann man nichts machen. Unsere Leona, unsere Käse-Leona, schön mit dem Curry bestreut. Schatz hat so ein Stückchen gegessen, den Rest habe ich vertilgt. Also die war jetzt wirklich richtig, richtig lecker. Tino,
nochmal vielen Dank dafür, dass du mir die zugeschickt hast. Und ja, dann denke ich mir noch was für die Feuerwurst aus. Und Zeit habe ich ja jetzt genügend. Was soll ich sagen? Urlaub! Juhu! Ja, Zeit ist geworden. Das heißt auch für euch, es könnten ein paar Videos mehr kommen. Unangekündigt. Bäm, bäm, bäm. Ja, wenn ich meinen anderen Mist da hinten erledigt habe. Ich habe einiges vor im Urlaub. Leider nichts mit wegfahren. Aber, naja. Immer am Wulern. Was soll's. Erholen werde ich mich trotzdem. Und, ja. Wir sehen uns dann ganz einfach im nächsten Video. Das Wochenende kommt übrigens wieder Besuch. Den kennt ihr auch schon, der kommt. Und ich denke, dass der im Wochenend-Grill-Video auch mit zu sehen sein wird. Hässlicher Thunfisch oder wie hat man den genannt? Leute, wir sehen uns. Hasta la vista. Ciao, Ikowski. Däumchen nach oben nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Und wer es noch nicht getan hat, ein Abo kostet nichts, tut nicht weh und das Ganze am besten zweimal auf dem Fantastic Ice Cream Kanal auch noch. Da gibt es demnächst eine Bacon Jam Ice Cream Walls. Also, ciao.